hier sind wir, hier kommt alle meine. Eine Stimme, die uns wieder vereint, zu einem Wir, einem Wir. Hey, Augen auf, wir zeigen euch unsere Meinung. Halten alle zusammen und stehen gemeinsam hinter ihr. Ja, liebe Schmalkalderin, liebe Schmalkalder, ich bin blumenreich angekündigt worden. Ja, 9 Jahre bin ich jetzt hier. Ich bin Schmalkalder, so fühle ich mich. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, auch die, die aus dem Umfeld zu uns gekommen sind. Warum bin ich hier? Weil das eine Fortführung ist dessen, was wir die letzten Wochen gemacht haben. Wir sind durch die Stadt gelaufen und haben unseren Spaziergang gemacht, jeden Montagabend, auch wenn das Wetter schlecht war. Interessanterweise war beim schlechtesten Wetter die größte Beteiligung. Also vielen Dank nochmal an alle, die mit waren und uns die Treue gehalten haben. Ja, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und als wir den Lockdown bekamen, hier auch in Schmalkalden, haben wir uns viele Gespräche untereinander, haben wir viele Gespräche geführt. Da stand das Thema Angst schon an erster Stelle. Es war in vielerlei Hinsicht verknüpft, auch mit der Zukunft unserer Kinder. Was wird aus unseren Alten? Was wird aus unserem Job? Das waren die Fragen, die uns bewegt haben. Und so sind wir einfach auf die Straße gegangen, weil Sie wissen es, die Schmalkalder kennen es, die von weiter her kommen, denen sage ich es. Auch hier in Schmalkalden ist der Winter sehr trist, auch wenn wir nicht so viel Schnee haben, aber es kann auch mal grau werden und über längere Zeit. Und wenn dann nach so einer Phase, wo alles auf den Frühling wartet, plötzlich der Lockdown kommt, ist das natürlich hart. Es war hart. Umso mehr freue ich mich, dass wir auf die Straße gegangen sind, um uns nach diesem langen Winter, ist nicht hart gewesen, das wissen Sie, aber er ist lang, endlich wieder mal uns wahrzunehmen auf der Straße, uns zu unterhalten über die Dinge, die uns ganz besonders angehen. Deswegen ist der Spaziergang hier in Schmalkalden doch etwas ganz Besonderes. Ich möchte für mich sagen, was mir wichtig ist, auch heute und auch während der Spaziergänge, zunächst mal die Familie. Die Familie ist das, was uns zusammenhält, was wir sicher, und nicht sicher, aber was wir wahrscheinlich die letzten Jahre ein wenig vernachlässigt haben. Ich will da gar nicht zu sehr ins Gericht gehen, Sie wissen alle, wovon ich rede. Die Arbeit und der Job führen uns manchmal in unser ganzes Land herum. Die Kinder gehen weg, die Alten bleiben zu Hause und die Familie ist schon auf eine harte Probe gestellt in solchen Momenten. Umso wichtiger ist sie. Und so, umso mehr freue ich mich, dass auch Familien heute da sind. Zumal wir haben den 1. Juni Kindertag schon genannt. Ja, also auch an Kinder nochmal hallo. Schön, dass ihr in Familie da seid. Ja, und dann nochmal das Thema mit unseren Alten. Haben wir sie genug gewürdigt in dieser Zeit? Wir haben es versucht, man hat uns nicht hingelassen. Wir durften nicht besuchen, wenn unsere Großeltern oder Eltern vielleicht im Pflegeheim waren. Auch im Krankenhaus war es schwierig. Es ist schwer für unsere Alten, das zu begreifen. Es gibt einige davon, die gedacht haben, ihre Familie will nichts mehr von ihnen wissen oder mit ihnen zu tun haben. Und das tut weh, das ist schlimm. In gleicher Weise haben unsere Kinder gelitten oder leiden. Einige der Regeln, die wir heute haben, sind regelrecht traumatisiert. Und das gilt es eigentlich aufzuarbeiten und wir müssen auch alle daran arbeiten, in Familie, unter Freunden, dass wir unseren Kindern diese Zeit, die sie ja mit uns durchgelitten haben und vielleicht noch leiden, dass sie die unbeschadet überstehen und dass sie ihre Zukunft aufbauen können, genauso wie wir es konnten, als wir jung waren. Mir ist auch wichtig zu erinnern an die Arbeitenden im Hamsterrad. Ich habe es mal so genannt. Es ging dem einen oder anderen vielleicht schon vorher so. Heute die gebraucht werden, wissen auch, welches Pensum sie zu leisten haben und wie sie dafür letztlich entlohnt werden. Also Hut ab vor denen,
die uns in dieser Zeit geholfen haben, indem sie in den Krankenhäusern hier in Schmalkalden oder auch im Umfeld, indem sie in den Pflegeheimen hier oder im Umfeld oder auch auf unsere Polizeibeamten, die uns immer gut unterstützt haben, hier ihren täglichen Dienst gemacht haben. Ich weiß, andere sind dafür auf den Balkon gegangen, um zu klatschen, aber ich denke, wenn wir auf dem Markt stehen, sollten wir denen auch nochmal einen kräftigen Applaus geben. Ja, und die heutigen Themen, auch die meiner Vorredner, Redner, die spalten uns schon ein wenig als Gesellschaft. Also da gibt es schon sehr unterschiedliche Darstellungen und aus meiner Sicht ist da eine gewisse Polarisierung im Gange, die wir uns einfach nicht gefallen lassen sollten. Und das heißt aber auch, wir müssen uns mit Dingen auseinandersetzen und wir müssen reden und diskutieren. Der Diskurs ist unheimlich wichtig. Wenn wir jetzt noch über eine Pandemie oder Gesundheitskrise reden, wird das, was kommt, noch um einiges schärfer sein. Also bei allem Respekt vor denen, die natürlich in der Zeit auch Schaden genommen haben oder vielleicht verstorben sind. Aber was uns erwartet, das betrifft die Wirtschaft und da weiß noch gar keiner so richtig, was da auf uns zukommen wird. Aber es steht mir nicht zu, hier einen wirtschaftlichen Diskurs zu führen, zumal ich Ingenieur bin. Nicht mein Fachgebiet, aber ich vertraue da immer gern auf die Fachleute und die sollten wir in Zukunft auch stärker hören, als wir es in der Gesundheitsthematik in der Vergangenheit hatten. So, liebe Schmalkalder und Freunde aus unserem Umfeld, ich möchte noch einmal darauf hinweisen, das ist mir besonders wichtig, auf unseren Schatz, den wir haben hier, nämlich unsere Stadt Schmalkalden. Wir sollten sie behüten und nach unseren Vorstellungen entwickeln. Dazu rufe ich Sie alle auf, da bin ich mit dabei, da sind die Freunde mit dabei. Und es ist ganz, ganz wichtig, wir sollten das, was unsere Ahnen hier aufgebaut haben, was heute krisengeschüttelt ist, nicht hergeben. Wir sollten daran arbeiten. Schwer genug wird es, aber ich denke, wenn alle mit anpacken und wir wirklich positiv ins Rennen gehen, dann können wir unser Kleinod halten und noch schöner machen. Wir können stolz sein, hier in Schmalkalden zu leben und zu wirken. Und wir haben Ressourcen, die wir manchmal gar nicht sehen. Ich meine da unsere jungen Menschen, unsere Studenten, auch unsere aktiven Pensionäre. Das auch in meinem beruflichen Umfeld erlebe ich ganz stark, dass wir eventuell da nicht richtig hinschauen und diese Potenziale nicht richtig nutzen. Jeder, der sich einbringen möchte, soll das auch tun. Das gilt für die, die noch aktiv sind im Alter, aber auch genau für diejenigen, die, da sie Kind sind, sowieso sehr aktiv sind, aber denen man auch noch viel beibringen muss und sie lernen müssen, dass Selbstbewusstsein, Lernen und das Einbringen in die Gemeinschaft ganz wichtige Dinge sind. Als Ingenieur ist es mir auch noch ein besonderes Bedürfnis, darauf hinzuweisen, dass wir auch regionale Ressourcen haben. Die Sonne hat heute so, oder scheint immer noch so schön. Da können wir so viel Energie gewinnen. Wir sollten es tun. Wir sollten das hier in der Region tun, aus unseren Werten, die um uns herum entstehen oder da sind, die einfach verfügbar sind, für uns Werte zu schöpfen. Das ist wichtig. Da sehe ich auch die Lebensmittel, die man weiß nicht, wie es kommt. Es heißt ja, die wirtschaftlichen Strukturen werden sich wieder stärker regionalisieren. Gut so. Warum haben wir es überhaupt aufgegeben, das Ganze? Ich wünschte mir pralle Märkte mit einheimischem Gemüse und Waren und ein Markt, der nicht nur am Mittwoch stattfindet, sondern auch samstags oder gleich permanent, einfach um wahrzunehmen, dass gute Dinge, gute Lebensmittel auch aus der Region kommen können und lecker und schmackhaft für uns sein können. Noch eine kurze Frage möchte ich anschließen. Wo sind eigentlich die gewählten Vertreter dieser Stadt? Sind welche anwesend?
Wäre doch schön. Also vielleicht, also ich möchte Giganten ermutigen und einladen dazu, denn so wie sie erschienen sind, sie sind Schmalkalt, aber Gäste auch mit einem Engagement, das erwarte ich genauso von unseren gewählten Vertretern dieser Stadt. Ich bin gerade am Antworten, nicht so lange, es macht Spaß. Ich hatte es mir ein bisschen schwieriger vorgestellt. Gut, eine Sache, die mir noch wichtig ist. Ich bin auch Vorsitzender eines Sportvereins hier in Schmalkalden. Und wir haben seit der Zeit, als man gar keinen Sport mehr machen durfte in der Halle, wir spielen Tischtennis, nicht die Gelegenheit gehabt, mit unseren Kindern Training zu machen. Das tut mir weh, weil ich das mein ganzes Leben gemacht habe. Entschuldigung. Und möchte unseren Kindern sagen, wir machen das. Aber, tut mir leid, schön. Wir haben so harte Auflagen bekommen, jetzt den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen zu können. Wir dürfen keine Wettkämpfe machen, wir dürfen nicht um Punkte spielen. Jedes Kind muss seinen eigenen Ball mitbringen, das darf den Ball des anderen nicht anfassen. Ja. Und noch einiges dazu. Wir hätten noch weitere Auflagen mit einem großen Hygienekonzept und so weiter machen müssen. Es tut mir leid, sagen Sie es bitte Ihren Kindern und den Enkelkindern. Sobald es möglich ist, machen wir es wieder möglich. Wir sind alle im Ehrenamt. Wenn wir die Regeln so festzurren und die werden nicht eingehalten und das wird kontrolliert, zahlt unser Verein sehr hohe Strafen und das können wir uns nicht leisten. So groß ist unser Budget nicht und wir sind alles nur im Ehrenamt Tätige. Deswegen, dass wir an manchen Stellen die Wut herauslassen oder gelassen haben, das ist ganz klar. Aber wir sollten nicht Wutbürger bleiben, wir sollten Mutbürger werden und sein. Das Motto sollte lauten, ist meine Meinung, wir sind für etwas, nicht gegen etwas. Nach vorn wollen wir schauen. Zum Schluss möchte ich noch mal loswerden. Schmalkalden ist super. Ja, Schmalkalden ist super. Ich möchte jetzt doch mal im Namen der Schmalkalder sprechen. Und zwar Dank an die Organisatoren, auch an die Ordner. Ich möchte Dank sagen an die Gastredner, die uns zugereist sind. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Dank auch an die Polizei nochmal und ans Ordnungsamt, die das ermöglicht. Und auch nochmal vielen, vielen Dank an euch, liebe Spaziergänger. Ich wünsche allen eine großartige Zeit hier am Pfingstmontag in unserer wunderschönen Stadt Schmalkalden. Danke fürs Zuhören. So, hier bin ich wieder.